Und jetzt. Jetzt. Schauen wir uns nochmal den Raum an. Lässt sich nicht bewegen. Nee. Dann ist sie wahrscheinlich blockiert. Dann werde ich das bestimmt von der anderen Seite irgendwann erfahren. Jetzt schauen wir erstmal weiter. Oh, wieder überall Blutspuren. Das lässt ja hoffen. Ah, Kerze erstmal anzünden. Das kommt doch ganz gut. Wirkt das Ganze gleich viel romantischer. Oje, oje, oje. Oh, 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 oh. Why are you doing this? Get away from me. Oh nein, ich habe so keine Lust. Ich will nicht. Ich mach mal aus. Besser ist das für mein Überleben, glaube ich. Sieht eigentlich recht friedlich aus, wären da nicht diese Geräusche. Das Licht. Oh Mann, Leute, ey. Dann krauche ich mal weiter. Hab ja nichts zu verlieren. Haha. Ah. Ja, es gibt doch keinen Grund zu heulen, Mädel. Dieses Schloss wirkt doch so friedlich und hier sind doch alle so nett. Es liegt nur auf dem Boden Wein. Vielleicht schauen wir erstmal rein. Dann schauen wir da mal rüber. Ja, Wein. Da ist wieder Blut an der Tapete. Und da ist ein Raum. Jetzt rein. Nein, gehen wir doch nicht. Okay, wir gehen da nicht rein. Ist ja gut. Dann gehen wir. Dann gehen wir hier rein. Okay. Hallo? Oh Gott. Hier hängen die Wiener Würstchen. Ein Messer. Hui. Das bringt mir gar nichts. Tja. Da liegt Gehirnmasse oder was das? Zunderbüchse. Was will uns dieser Raum sagen? Anscheinend gar nichts. Ich kriech weiter. Ach du Kacke. Okay, da drin ist irgendwie. Und deswegen gehen wir da nicht rein, würde ich mal sagen. Deswegen krauchen wir da vorne weiter. Also das Spiel wird langsam echt hart. Ein harter Stoff zum Let's Playen. Maschinenteile, okay, da gehen wir jetzt hin. Wisst ihr, Leute, es ist eigentlich gar nichts für mich, ne? Also was ich hier... Kann man das nicht ausmachen? Oh nein. Oh. Oh. Der schlitzt die Frau ab. Dann will er mich bestimmt auch abschlitzen. Oh nö. Sorry Leute, aber ich muss jetzt dunkel lassen, weil... Ich habe das Gefühl, das wäre sonst nicht gut für mich. So, da hinten. Ja, ich mach mal kurz Flashlight. Hey, sie heult ja immer noch. Ich dachte, er hat sie gerade abgeschlitzt. Ich erkenne aber auch nichts, Freunde.
Ich möchte aber eigentlich gern was. Wow! Wow! La la la, da geht die Flamme auf an. Da wurde irgendwas sehr Blutiges hingeschleift. Ha. Was ist das für ein Feuer jetzt? Oh Gott! Was steht da oben? Ich höre Ketten rasseln. Und da ist ein Lagerraum für Maschinenteile. Und da müssen wir rein. Und da hat ein Typ eine Frau abgeschlitzt und da rasseln Ketten. Yippie-yay! Freunde. Hallo, jemand da? Ja, bleib doch auf. Na gut, ich schaue jetzt mal rein. Sector clear, roger that. Affirmative. Geh mal rein. Was ist hier? Ah! Oje, oje. Ich gönne mir nochmal ein Gläschen. Ich bin ein bisschen erkältet. So. Im Falle eines fehlenden Stades. Stades? Aha. Wenn kein völliger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studienzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Aha! Ja, unser Aufzug ist ja kaputt und deswegen sind wir überhaupt hier, ne? Ich meine, langsam vergisst man das ja, ne? So, verwende die... oje, oje. Die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Mach ich. Vier Phasen. Ich mach mal die Tür zu, okay? Ach du Scheiße. Und hier geht es nicht weiter. Und da draußen ist ein Zombie. Und ich hab die Tür zugemacht. Kommt da rein? Oh Leute. Ja. Ja, er kommt rein. Er kommt rein. Oder? Tja. Ich finde es ja ein bisschen bitter, dass man echt nichts hat, um sich zu wehren. Ich meine, man könnte wenigstens mal einen Knüppel nehmen und dem ans Übersippen, aber man ist hier wehrlos wie so eine Ratte. So. Ist er jetzt weg? Ich meine, ja. Ich höre es stöhnen. Tja. Wie sieht es mit unserem Zustand aus? Ja, wie gewohnt. Ja. Jetzt habe ich drei Stäbe. Drei Stäbe. Tja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Auf jeden Fall höre ich den Typen da umherschleichen. Ich weiß es nicht, ob er hier drin ist. Hm. Nö, hier drin ist er nicht. Aber ich bin hier drin und draußen ist der Zombie und hier geht es irgendwie nicht weiter und ich muss da wieder hin. Das heißt, ich muss ja in den Raum, wo der andere ist. Och Leute, ey. Am liebsten möchte ich den Viecher jetzt... Oh, Mann. Sack Kartoffeln. Tja, anscheinend muss ich wieder einen kleinen Marathon machen und in den Raum, wo der andere Zombie ist, hinflüchten. Ach so, vielleicht ist das der und der ist da jetzt nicht mehr. Naja, ich mache mir mal hier keine falschen Hoffnungen. Ich gehe jetzt mal davon aus, da ist noch einer. Ah, oh, was spackst du jetzt hier ab? Ist er jetzt weg? Ich höre nicht mehr stöhnen. Aber die fiese Musik ist noch da. Und durch den Ritz kann man auch nicht jetzt so viel erkennen.
Tja, die Qual der Wahl, nicht wahr, Freunde? Ich geh mal raus. Nee, er ist weg. Sehr schön. Finde ich gut. Das ist in diesem Spiel, glaube ich, öfter so. Man muss sich einfach ein bisschen verkriechen. Und dann geht das wieder. Was ich übrigens sehr schön finde, dass dieser Daniel in der Dunkelheit irgendwie sehen kann. Ihr seht es da hinten an der Wand, wenn ich jetzt weiter in die Dunkelheit gehe. Sein Horizont erweitert sich im Dunkeln. So, wie schaut's aus mit Zombies? Oh, dass hier auch eine Kerze brennen muss, ne? Also am liebsten hätte ich ja echt hier ein Nachtsichtgerät und würde hier durch die Level chillen, aber... Ich höre aber nichts. Ich denke mal, das ist... Oh, jetzt... Ja, gut, okay. Er kam da raus, die Tür ist offen. Ich habe jetzt so ein paar Amplitudenstäbe und so. Und ich werde sie benutzen. Oh, goldig, goldig. Da sieht man ja gar nichts drin. Flashlight. Mhm. Jemand da? Nö. Angenehm. Ich mach mal sicherheitshalber die Tür zu. Irgendeiner hat mir das mal geraten. Denke ich, ist jetzt irgendwie... Ich bin so weit, dass ich diese Ratschläge gerne annehme, Freunde. Toll, hier ist aber nichts. Ach, brauche ich nur 3 Stäbe? Brauche ich nicht. Hier, Moment, wo waren die Notiz? Nee. Im Falle eines fehlenden Stabes. Okay. Also nach dieser Notiz gibt es einen Ersatzstab im Studienzimmer, da war ich ja. Ich glaube, da habe ich auch den einen her. Und dann noch weitere im Lager. Ich glaube, das sind die 2, die ich habe. Da steht aber weitere. Können ja auch mehrere sein. Aber ich habe ja nicht mehrere gesehen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt wieder ganz zurück, glaube ich. In den friedlichen Raum, das wäre ganz schön. Ja, das mache ich. Ja, hier gibt es ja nichts mehr zu holen, ne? Oder? Was ist da oben noch? Doch, da ist noch was. Ah, dich habe ich noch. Und ein Teppich. Ach, der ist ja schön, den nehme ich mit. Nee, den räumen wir hier aus. Der rollt sich nicht aus, schade. Das wäre ja supi. Okay. Geh mal raus wieder. Ich vermisse ja immer noch ein paar Zombies, ne? Eigentlich müssten hier noch Dutzende rumlaufen. Die verschwinden irgendwie immer vom Erdboden. Ne, die lassen mal ein bisschen auf. Ja, ein bisschen. ja, falls ich mal ganz schnell weg muss, ne? Ah, die Frau heult auch gar nicht mehr rum. Sehr verdächtig. Ach, nee! Nee, das war der andere Raum. Nee, genau, hier war das mit den Wiener Würsten. Ja. Okay. Also ich chill jetzt weiter zurück. Und ich würde mal sagen, macht da mal hier einen Schnitt. Ich finde, eine sehr spannende Folge. Also ich habe mir wieder mal, ne? Ihr wisst schon, in die Hose. Also, bis denne. Viel Spaß noch.